Viele kennen mich als den Schlagerkünstler Andy Andres. Ich bin selber aus Köln, bin heute extra zu euch gekommen nach Lörrach. Hallo Andy. Hallo, ich grüße dich. Schön, Hi. dich zu sehen. Hallo. Danke. Hi. Freue mich auch. Hi. Cool, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Doro-Klinik. Ja, wunderbar. Also Gefällt's super, dir? ja, mega. Also sympathisch Gut. empfangen worden hier, tolle Klinik. Also ich bin sehr begeistert. Super. Dann gucken wir uns, dass wir dich jetzt noch richtig schön behandeln, dass dein Traumergebnis kommt und dass das, wo du so lange drunter gelitten hast, jetzt endlich gelöst wird. Wahnsinn. Also ich bin total gespannt. Ich habe ja gestern schon auf dem Weg hier rüber zu euch schon Tränen in den Augen gehabt, weil ich sehr emotional gefasst bin. Aber ich freue mich auf das Ergebnis und auf das, was kommt. Cool. Wir hören das so oft, dass Menschen unter so einem Problem, gerade Männer, wahnsinnig leiden und auch ganz, ganz lange. Du hast mir ja auch im Telefon schon erzählt, dass du als Teenager schon drunter gelitten hast und das Ja. immer einfach so ein wirkliches, präsentes Problem für dich war. Ja, das ist auch absolut, weil gerade wenn man auf der Bühne steht, in der Öffentlichkeit ist, gerade wenn man T-Shirts trägt und die nicht so eng am Körper, dann muss man immer schauen, hoffentlich alles so ein bisschen figurbetont, hoffentlich ein bisschen mit kaschieren und dass da ja nichts irgendwie sichtbar ist. Und das ist halt über die Jahre hinweg natürlich nicht so schön. Gerade im Sommer, wenn man auf der Bühne steht bei 30 Grad, Ja, zieht klar. man sich lieber eine Jacke drüber. Hauptsache, man sieht nichts. Aber dass man daran denkt, dass man noch einen Kreislaufkollaps kriegen kann, wenn es gerade noch so heiß ist. Und ich möchte frei sein. Und da freue ich mich drauf. Das kriegen wir auch hin. Super. Dann gehen wir jetzt gleich rüber ins Behandlungszimmer. Ich schaue es mir nochmal alles ganz genau an vorher. Wir zeichnen das noch an, machen nachher noch Fotos. Ja. Und dann bekommst du deinen Dämmerschlaf und wir legen los. Ich freue mich. Cool. Also dann, Super. auf geht's. Auf geht's. Okay, Andi. Jetzt schauen wir es uns nochmal an gleich bei dir und ich erkläre dir nochmal den Ablauf. Zuerst machen wir nach der Untersuchung, nachdem ich alles nochmal genau angeguckt habe, machen wir die berühmten Vorher-Nachher-Bilder, denn wir wollen ja beide noch wissen, wie es vorher ausgesehen hat und dann einen schönen Vergleich haben. Ja, da Das hast du ist recht, das immer stimmt ganz schon. gut. Ja gut, wenn ich in 20 Jahren mir das nochmal anschaue, kann ich es dann nicht mehr glauben, aber es ist schön, dass man es dann nochmal sehen kann. Klar. So ist es. Man vergisst auch häufig ganz oft, wie es vorher war. Dann zeichne ich es nochmal genau an. Erklär dir nochmal ein paar Sachen und dann legen wir nachher los. Ja, wunderbar. Okay, Dann machen wir das. perfekt. Also dann. Ja, Andi, jetzt hast du es geschafft. Alles vorbei. Wie war die OP für dich? Einfach spitze. Ich habe wirklich nichts gemerkt. Ich habe wunderbar geschlafen. Und es ging wirklich ziemlich schnell. Also ich bin irgendwann bin ich so schön eingeschlafen. Bin so schön aufgewacht und alles war fertig. Es war einfach total klasse und kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der wirklich mit diesem Problem zu kämpfen hat und sich, wenn er sich jahrelang Sorgen macht und sagt, oh, ich habe Angst, aber da muss man keine Angst haben. Einfach zum Arzt gehen, einfach sich beraten lassen, behandeln lassen und dann geht es ihm genauso gut wie mir jetzt hier.